und herzlich willkommen bei Rotopia. Heute gibt es mal wieder einen Smoothie und zwar einen, der so eine richtige Vitaminbombe ist. Er hat vor allem ganz viel Provitamin A, Vitamine aus der B-Gruppe, Antioxidanten, Vitamin C, Vitamin E und Kalium. Das kommt natürlich von den Zutaten und die Zutaten sind folgende. Die erste Zutat ist die Mango. Mangos sind aus Indien. Es gibt davon mehr als 1000 Sorten und sie haben ganz viel Provitamin A. Daher helfen sie bei Sehschwäche, erfrischen auch den Teint und die Haarfarbe angeblich, haben außerdem Vitamin C und Vitamin E. Weiters haben wir hier Chili. Chili hat auch viel Provitamin A, ist zusätzlich anregend und verdauungsfördernd, genauso wie der Basilikum. Was ich nicht wusste, ist, dass Basilikum eigentlich aus Indien kommt, nicht aus Italien, wo ich ihn her vermutet hätte. Und Basilikum ist auch entzündungshemmend, anregend und verdauungsfördernd, genauso wie das Chili. Weiters haben wir hier ein Nachtschattengewächs, gleiche Familie wie Kartoffeln, Tomaten, Auberginen, Belladonna und auch Chili. Und zwar mir nur bekannt als Goji-Beere. Aber im deutschsprachigen Raum die Wolfsbeere oder auch Boxdornbeere und so ein richtiges Superfood. Hat 4000% mehr Antioxidanten, 500-mal mehr Vitamin C als Orangen und mehr B-Vitamine und Carotinoide als jede andere Frucht. Also auch mehr Carotin als die altbekannte Karotte. Von wegen, man muss Karotten essen, damit man gut sehen kann. Man kann auch Goji-Beeren essen. Das Einweichwasser, das werde ich auch verwenden. Und die Beeren habe ich nur deswegen eingeweicht, weil sie vorher recht hart waren, weil sie so getrocknet waren und dass dem Mixer sicher Probleme bereitet hätte. So, jetzt geht's los. Die habe ich schon vorher entkernt und die kommt jetzt einfach dazu. So, das ist der fertige Smoothie. Ich habe schon gekostet. Der Behälter ist leer. Es war eigentlich mehr als ein Glas. Es waren eher zwei Gläser. Jedenfalls ist das der beste Beweis, dass dieser Smoothie ausgezeichnet schmeckt. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Gutes Gelingen. Sollte nicht zu schwer sein. Und guten Appetit und noch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Ciao. Mm-hmm.